Und nun widmen wir uns wirklich dem letzten Battle des 16. Finales und dem letzten Achtelfinalteilnehmer damit. Es geht um Hydrogen und Raigo gegen Team Malle, welches auch von vielen als bestes Battle des 16. Finales angesehen wird. Beim Uservote konnten sich Team Malle mit 64-43 Stimmen relativ eng durchsetzen. Mal sehen, wer das bei der Jury kann. Skinny hier, ich erzähle mal ein bisschen was zum Battle Hydrogen und Raigo versus Team Malle. Hydrogen und Raigo, die hatten auf jeden Fall eine coole Videoidee, so dieses Malle-Ding von ihren Gegnern ein bisschen zu verarschen. War jetzt nicht krass umgesetzt, aber die Idee kommt cool. Und generell ist so dieses Überhebliche, was eben auch in dem Video so ein bisschen rumkommt, ist was, was die ziemlich stark machen. Also ohne dieses ganze Gelaber von wegen ihr verliert eh oder so überheblich wirken wollen, sondern wirklich einfach von oben herab battlen. Das kommt ziemlich gut. Beim ersten Part kommt leider trotzdem nicht so viel rum, weil der super gehetzt geflowt ist. Das ist sehr ungünstig für ein Battle, sich da so einen abzuhetzen. Zweiter Part auf jeden Fall besser geflowt, kommt mehr rum. Und da sind auch die Pointen sehr klug gesetzt. Also die Punchline kommt immer wirklich rüber, ohne dass sie so, guck, hier ist die Punchline mäßig inszeniert ist. Das ist einfach klug geschrieben. Ansonsten hatte ich den Eindruck, dass die Hook ziemlich im Vordergrund steht, was auch cool ist. Die ist geil geworden. Zwar jetzt kein krasser Gamechanger so, aber gute Hook. Team Malle haben ziemlich wirr abgeliefert. Es wirkt alles sehr willkürlich. Ich meine, dieses Suff-Arzen-Image gefällt mir. Das ist auch cool, dass sich das so als roter Faden durchzieht. Aber es ist auch irgendwie das Einzige, was ein roter Faden ist. Ansonsten hat man das Gefühl, die haben sich überhaupt nicht abgesprochen. Jeder hat einfach sein Kram getextet und am Ende wurde das zusammengefügt. Viel bleibt auch nicht hängen, weil das irgendwie alles ziemlich merkwürdig angegangen wurde. Das heißt, im Grunde hat man da ein paar coole Leute, können alle gut rappen, aber so richtig Battle Spirit kommt irgendwie gar nicht auf. Deswegen gebe ich das Ding an Hydrogen und Raigo. So, Team Malle versus Raigo und Hydrogen. Ich fange an mit der Runde von Team Malle. Und auf jeden Fall will ich das Konzept loben, das ist natürlich ziemlich cool mit dem Hangover, das ist, ja, danke auf jeden Fall für diese Kreativität und Punchline-technisch ist das halt wie gewohnt von Team Malle ziemlich stark, also da gibt's unfassbar viele Highlight-Lines wie jetzt im ersten Part so, der BLB-Sieger fliegt nicht vor dem 16. raus, ihr bekommt einen eigenen Team Malle-Track und sowas oder auch die Arco-Line dann, aber was weißt du schon, du bist tätowiert, fand ich sehr lustig. Oder dann auch später von Shaloki und Brian sowas wie, ihr fliegt zurecht gegen Smitty und sowas. Und die UKM-Transformation fand ich auch sehr, sehr lustig. Und Highlightline natürlich auch noch, der Arm von Hydrogen sieht aus wie ein Smitty-Kunstprojekt, sowas. Sind einfach total lustige Lines. Und da ist es ziemlich klar, dass Raigo und Hydrogen da unterlegen sind. Also ich fand schon ein paar Lines ganz cool. Eigentlich so alle, die mit dem Aku-Cini-Lappen-Zeugs zu tun hatten, fand ich nice. Und auch so diese Vorstellung, dass Shaloki nur Kaffee macht und so, das fand ich auch ganz nett. Aber da sind die eindeutig unterlegen und da müssen die sich nicht verschämen, weil Team Malle hier einfach mit einer richtigen Highlight-Compilation ankommt. Und ja, das ist für mich ziemlich eindeutig an Team Malle. Yo, Team Malle haben ein cooles Konzept von wegen Hangover. Die haben das Video technisch auch gut umgesetzt. Der Beat geht gut ins Ohr. Cini hat ein paar coole Lines von wegen der Gruppensieger fliegt nicht im 16. und die Hook ist auch cool. Akku hat fast durchgehend witzige und punchende Lines. Shaloki ist auch cool, aber es ist nichts Prägnantes dabei. Brian hat die besten Punchlines der Runde. Die UKM-Transformation und die Hannah Baker-Line sind meine Favoriten. Krillson ist auch noch okay, aber da fehlen die prägnanten Punchlines. Es ist eine sehr coole Runde, die vom Konzept und der Umsetzung wie von den Punchlines auf jeden Fall überzeugt. Die Runde kann man sich auch gut geben. Raigos und Hydrogens Runde kann man sich auch gut geben, vor allem Raigos, sehr musikalisch. Der Beat gefällt mir und das Video ist zwar ein reines Performance-Video, aber dafür kommt das mit dem Gewitter sehr cool, auch wenn es eine einfache Location ist. Die Hook ist nicht so mein Geschmack. Hydrogen hat aber einen stabilen Text und die eine oder andere gute Punchline, wie die weniger Gesichtsline. Er liefert gut ab. Raigos Text ist zwar schwächer als der von seinem Partner, aber ein paar Punches sind schon vorhanden. Es ist eine sehr coole Runde von der Musikalität und der Battle-Leistung. Dieses Battle könnte auch im Achtel stehen können. Im Großen und Ganzen ist das ein knappes Battle, aber ich gebe ein 1:0 für Malle. Die Runde war ein bisschen stärker. Team Malle vs. Hydrogen und Raigo. Das bisher absolut beste Battle im 16. Es gab zwei richtig starke Runden und am liebsten würde ich natürlich beide Teams weiterlassen. Schade, dass es jetzt schon zu so einer Paarung gekommen ist.
Team Malle hat ein sehr cooles Video mit einem durchgängigen Konzept und sehr, sehr starke Parts von allen Beteiligten. Cine macht den Anfang mit einigen guten Lines, unter anderem die Einstiegsline, die Lucky Loser und die Pfandautomaten-Line. Danach kommt Akku, bei dem ich die Line über Hydrogens Logo und die beiden Tattoo-Lines ziemlich witzig fand. Die Hook von Cine ist ebenfalls gut. Beim Part von Shaloki ist für mich die Urlaubspausen-Line das Highlight und Brian Diamond hat dann wieder mehrere witzige Fronts. Da habe ich eigentlich den kompletten Part ziemlich gefeiert. Gerade die Line mit der UKM-Transformation, die Smitty und die Hannah Baker-Line waren am besten. Zum Schluss kommt dann noch Krillson, dessen Part ich aber vergleichsweise noch am schwächsten fand. Trotzdem war die Line über die RBA wieder ganz witzig. Man sieht also, dass Team Malle extrem viele gute Punchlines von eigentlich allen hat, die auch insgesamt einfach sehr gut rübergebracht wurden. Rap-technisch geht das Ganze auch ganz ziemlich klar und es ist somit eine richtig starke Runde geworden. Hydrogen und Raigo haben ebenfalls stark abgeliefert mit einem coolen Beat, einer richtig geilen und vor allem auch musikalischen Hook und zusätzlich auch mit eigenen Punchlines. Den Part von Hydrogen fand ich durchgehend ziemlich gut, wobei die weniger Gesichtline für mich das Highlight ist. Der Rest des Parts frontet auch ganz gut, sind aber ansonsten auch keine Überlines. Auch der Part von Raigo hat starke Lines, zum einen fand ich dieses Cine ist der Lappen, was ja in beiden Parts behandelt wird, ganz lustig und zum anderen habe ich vor allem auch die Flachwitz-Line und die Sherlocky kocht Kaffee-Line gefeiert. Also gibt es auch hier gute Punchlines, wobei ich sagen muss, dass die Runde von Hydrogen und Raigo auch flowtechnisch sehr, sehr stark ist und mit der Hook auch insgesamt sehr musikalisch ist. Somit haben wir hier zwei richtig starke Runden, bei denen es selbstverständlich beide verdient hätten, weiterzukommen. Ich denke auch, egal für wen man sich hier entscheidet, ist es beides absolut nachvollziehbar. Mein Vote geht letztendlich an Team Malle, die ich vom Gesamtkonzept der Runde und von den Fronts her mit sehr geringem Abstand vorne sehe. Glückwunsch an euch, aber wirklich schade um die Gegner, die es genauso verdient hätten. So, Shooter hier, wir sind beim Niedersachsen zwischen Team Malle und Hydrogen und Raigo. Das Video von Team Malle ist klar besser, Video Award würde ich sogar. Hydrogen und Raigo haben aber auch ein gutes Video mit Gewinner sogar. Bei den Beats nehmen sich beide Teams nicht viel und kommen gut drauf klar. Der Flow im Einzelnen ist bei Hydrogen und Raigo deutlich besser. Beide rappen klanglich und stimmlich nice über den Beat in einem sehr hohen Tempo. Bei Team Malle rappen alle routiniert, aber gegen Hydrogen und Raigo reicht es hier nicht. Bei beiden Teams habe ich zwischendurch nicht jedes Wort verstanden. Nun zu den Punchlines, hier beginne ich mal mit Hydrogen und Raigo. Hier gibt es einige ordentliche Lines, dazu viele coole. Zum einen finde ich die ganzen City-Lappen-Lines lustig und die gegen Shaloki war auch nice. Hydrogens weniger Gesichtline passt auch gut. Und den Diss mit dem Megapark passt auch noch sehr schön zum Image von Gegner, wozu auch die Königsdisziplin angehört. Die Lines gegen die Videoproduktion in der Zwei-Zimmer-Wohnung und das Arcus im Eimer scheint können auch stimmig rüber. Tech-Rap-Schablonen-Line auch noch mit gutem Gegnerbezug. Die beiden haben generell mehr Bundeslandbezug, was mir allgemein im Turnier noch fehlt. Und die beiden haben auch die beste Atmosphäre in ihren ganzen Runden bisher gehabt im Turnier. Bei Team Malle sage ich erstmal die beste Line von jedem. Bei Cine war es die BLB-Sieger fliegen nicht vom 16. rausleihen. Akkus beste Line ist die wir feiern Herz, als ihr bei der Einführung vom Dosenpfand. Schnurluck sticht mit ihr seid nur noch drin, weil ab Team Malle Runden pumpen will heraus. Ansonsten Schnurluck ist schwach. Den Vote von meinen Fans wollt ihr trotzdem, finde ich, von Brian am besten. Und bei Krillson schwachen Parts sind auch die Letzter beim RBA-Voting, obwohl die uns hassen, Line nice. Außerdem ist die Line von Arco bezüglich Hydrogens Logo treffen und die UKM-Transformationsline von Brian auch noch super. Zusammengefasst sind Team Malle im Video besser, aber Hydrogen und Raigo vom Flow her und die Beats gleichen sich aus. Außerdem gibt es in beiden Runden schöne Hooks. Inhaltlich gibt es ähnlich viele geile Punchlines, wobei Hydrogen und Raigo weniger Text haben und dadurch auch weniger Standard und schlechte Lines. Doch Team Malle retuschiert schlechtere Lines mit einer guten Delivery, somit gleicht sich bei mir alles aus. Hätten Hydrogen und Raigo noch ein Part mit einigen guten Lines gehabt, hätte ich ihnen den Punkt gegeben. Da dies aber nicht der Fall ist, bewerte ich das bisher beste Battle im 16. mit 1:1. Das Battle Hydrogen und Raigo gegen Team Malle ist für mich eines der stärksten im 16. Vor allem, weil ich Hydrogen und Raigo vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hatte und die haben hier echt krass abgeliefert. Also da haben die mich echt positiv überrascht. Deshalb würde ich sagen, wir fangen auch mit deren Runde an. Das Ganze ist textlich auf einem recht soliden Niveau. Waren ein paar lustige Lines bei, wie Backstreet Boys gegen Park und Biggie oder die ganzen Lines über Akkus, Cine Lappen Lines. Musikalisch war das Ganze sehr stark, der Beat war nice, eine coole Hook und das Ganze klang einfach toll, weshalb das ein meiner Meinung nach sehr starkes Gesamtpaket ist, wirklich gut gelungen. Team Malle auch auf einem gewohnt hohen Niveau, musikalisch klang das cool, gleicher Fall wie bei Hydrogen und Raigo, cooler Beat, coole Hook und das Ganze klingt gut, weshalb es hier für mich auf die Lines ankommt. Da waren
echt viele Highlights bei, wie zum Beispiel die Line von Chaloki mit ihr fliegt zweimal nach Malle von zu Hause aus oder die UKM-Transformation-Line von Brian, wirklich sehr, sehr lustig und das Ganze war auch tatsächlich textlich sehr, sehr, sehr gut durchgehend. Für mich war Malle hier textlich ein bisschen stärker und wie gesagt, musikalisch nehmen die beiden sich nicht viel, weshalb ich da auch mal Props an Hydrogen und Raigo geben muss, weil Team Malle hat meiner Meinung nach sehr musikalische Leute dabei und dass die da mithalten können, finde ich echt krass. Beides tolle Gesamtpakete, ich finde es schade, dass hier einer gehen muss und ich bin mal gespannt, wer das ist, aber mein Punkt geht an Team Malle. Und damit hätten wir den Sieg für Team Malle auf dem Papier. Herzlichen Glückwunsch für den Einzug ins Achtelfinale. Ihr trefft dort auf Smitty, ebenfalls aus Niedersachsen. Eure Frist läuft ebenso bis zum Sonntag, den 30. Juli 2017 für die Hinrunde und für die Rückrunde bis zum Donnerstag, den 17. August 2017. Ich denke, wir haben ein großartiges Achtelfinale vor uns mit sehr, sehr vielen spannenden und geilen Battles. Ich freue mich sehr drauf. Ist ein tolles Turnier dieses Jahr, ganz ehrlich. Es kommt natürlich auch noch eine Menge Zusatzcontent, während wir auf die Hin- und Rückrunden warten. Die Awards müssen natürlich ebenso noch vergeben werden, das habe ich auch nicht vergessen. Das geschieht natürlich in den nächsten Tagen und wie gesagt, es kommt auch noch einiges anderes auf euch zu. Darum abonniert diesen Channel am besten, um ja nichts zu verpassen, das wäre doch traurig.